Der Friede Gottes sei mit euch allen. Herzlich willkommen zur Videoandacht aus Hessens Nordspitze. Wieder einmal sind wir heute in der schönen Neustädter Kirche in Hof Geismar, einer gotischen Hallenkirche mit einem hohen Chor. Der heutige Sonntag trägt seit alters den Namen Ex Audi. Es ist der Sonntag zwischen dem Fest Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest. Es ist sozusagen ein Sonntag zwischen den Zeiten. Die Osterzeit, die Zeit des Auferstandenen unter den Menschen, ist nach 40 Tagen mit Christi Himmelfahrt zu Ende gegangen. Doch wo ist Jesus jetzt? Was bleibt von ihm, womöglich sogar auf Dauer? Wir selbst stehen derzeit auch ein wenig zwischen den Zeiten. So wie vorher, also vor Corona, so ist es jedenfalls gerade nicht. Zum Glück auch nicht mehr so wie noch vor 5, 6 Wochen, als die Corona-Krise auf ihrem, zumindest in unserem Land, bisherigen Höhepunkt war. Zaghaft, aber durchaus auch hoffnungsvoll schauen wir nach vorne. Vielleicht haben wir das Schlimmste ja doch schon hinter uns. Bei der eben zu Beginn dieser Andacht gehörten Orgelmusik wurden unsere Blicke auch nach oben gelenkt, zu einigen der insgesamt 8 alten gotischen Gewölbeschlusssteinen hier in der eigentlichen Halle dieser Kirche. Zu sehen waren zum Beispiel die segnende Hand Gottes, ein Stern, eine Lilie und direkt hier über mir das sogenannte Christuslamm mit der Siegesfahne. Doch wieso sind es nur 8 Gewölbeschlusssteine hier in dieser Kirchenhalle? Müssten es nicht eigentlich 9 sein, wenn der Grundriss dieser Halle so schön symmetrisch ist wie ein 9-teiliges Sudoku-Feld? Haben Sie noch die Melodie des eben von der Orgel gespielten Liedes im Ohr? Es war die Melodie des alten Chorals »Gen Himmel aufgefahren ist«. Übrigens das einzige Lied in unserem Gesangbuch zum Fest Christi Himmelfahrt, das eine eigene Melodie hat. Und was für eine! Eine richtige Himmelfahrtsmelodie. Die ersten 9 Töne streben geradewegs in die Höhe, über eine ganze Oktave hinaus, fast bis in den Himmel. Hören wir noch einmal kurz den Anfang dieser Melodie. Und haben Sie auch noch das Bild vor Augen, das eben bei der Orgelmusik zu sehen war? Es zeigte den fehlenden 9. Gewölbeschlussstein hier in unserer Kirchenhalle. Oder besser gesagt, es zeigte einfach ein Loch, sozusagen ein Nichts. Ja, genau in der Mitte unserer 9-teiligen Gewölbedecke hier in der Kirche befindet sich ein Loch. Zugegeben, normalerweise ist dieses Loch von oben mit einem dicken Deckel verschlossen. Doch in der Advents- und Weihnachtszeit wird durch dieses Loch dann der leuchtende Herrnhuter Stern herabgelassen. Aber bis dahin haben wir ja jetzt noch über ein halbes Jahr Zeit. Doch warum ist dieses Loch überhaupt da?
Was haben sich die Baumeister in der Zeit der Gotik vor über 600 Jahren dabei gedacht, genau im mittleren der neuen Gewölbe dieses große Loch zu lassen? Es gibt drei mögliche Erklärungen oder vielleicht auch noch mehr. Die erste ist ganz nüchtern und sachlich. Dieses Loch dient zur Lüftung. Tja, warum eigentlich nicht? Könnte doch sein, oder? Die zweite mögliche Erklärung ist diese. Dieses Loch ist ein Himmelfahrtsloch, also ein Loch, das symbolisch eine Verbindung zum Himmel herstellt, zur Sphäre Gottes, in die der Auferstandene mit seiner Himmelfahrt hinübergegangen ist. Denn gestorben ist er auf jeden Fall nicht noch einmal. Ja, die neue Gegenwart des Auferstandenen ist im Himmel, bei Gott. Und so wurde tatsächlich früher in manchen Kirchen durch ein solches Himmelfahrtsloch am Himmelfahrtstag symbolisch eine Christusfigur nach oben gezogen. Zugegeben, klingt irgendwie auch ein bisschen komisch und verrückt, aber die Symbolkraft ist doch stark. Der Auferstandene lebt weiter. Er lebt im Himmel. Er lebt bei Gott. Tja, man könnte fast meinen, er wäre gerade eben dort oben verschwunden. Nun, das Loch ist immer noch da. Und Jesus ist da oben und wir sind hier unten. Und manchmal geht es uns hier unten gut und manchmal auch eher schlecht. Gerade jetzt in diesen Tagen erleben wir ja viel Verunsicherung. Und an die sogenannte neue Normalität kann ich mich nicht so recht gewöhnen und will es ehrlich gesagt auch gar nicht. Natürlich halte auch ich mich an die verordneten Hygieneregeln, trage in Geschäften und selbst in der Kirche als Gottesdienstbesucher einen Mund-Nasen-Schutz. Aber wie sehr freue ich mich über jede Gelegenheit, wenn mir in der Zeit angemessener, freundlicher Distanz mein Gegenüber ohne Mundschutz ein Lächeln schenkt oder ich ihm eins schenken kann. Und ich freue mich auch schon sehr darauf, irgendwann wieder mit anderen Menschen einen festen Händedruck der gegenseitigen Wertschätzung und der Verbindlichkeit austauschen zu können. Sicher, das alles sind wohl eher nur Kleinigkeiten angesichts so mancher echten Existenznot, in die der eine oder die andere durch die Corona-Krise geraten ist. Aber auch kleine Dinge können das Leben beschweren, sodass wir uns nach Trost und Stärkung sehnen. Und so schauen wir noch einmal auf das Loch in der Decke dieser Kirchenhalle und hören als dritte Erklärung dazu, dass es wohl auch als Pfingstloch oder als Heiliggeistloch gedeutet werden kann, durch das Gott uns, ja uns,
den Geist Jesu, den Geist des Lebens, den Geist der Liebe, den Geist des Trostes, der Freiheit und der Wahrheit senden will, weil wir uns diesen Heiligen Geist eben nicht selbst geben können. Ob die Baumeister dieser Kirche vor über 600 Jahren wohl ähnliche Gedanken hatten wie die eben gesagten? Auf jeden Fall regt dieses vorhandene Loch hier in der Mitte dieser Kirche zum Nachdenken darüber an, dass der lebendige Gott uns an seiner Lebendigkeit teilhaben lassen will, dass er uns seinen Geist schenken will, damit wir das Leben gut aushalten und gut bestehen können. Jeder für sich und wir miteinander, als Gottes Gemeinde mitten in der Welt. Heute in einer Woche feiern wir das Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes. Und dieses Himmelfahrtsloch oder Pfingstloch oder auch Heiliggeistloch, wie auch immer wir es nennen, regt uns aufs Neue dazu an, mit Gott, mit dem Auferstandenen in Verbindung zu bleiben und sich für seinen Geist offen zu halten. Gerade auch jetzt in dieser doch sehr besonderen Zeit. Ja, komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen. Ich spreche ein Gebet und lade Sie ein, zum Abschluss mit mir gemeinsam in das Vaterunser einzustimmen. Herr unser Gott, in Jesus Christus warst du als Mensch unter den Menschen, hast du die Nöte und Sorgen, die Freuden und das Glück des Lebens selbst erfahren. Mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt hast du ein Band des Lebens zwischen dir und uns geknüpft. Der Himmel ist offen über uns, du bist uns nahe. So bitten wir, schenk uns deinen Geist, den Geist des Lebens und der Freude, den Geist der Wahrheit und der Freiheit, den Geist des Trostes und der Stärke, damit uns das Leben nicht entgleitet. Wir bitten nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Für die in dieser Zeit Kranken und besonders Ängstlichen, für die Mutlosen und Verzagten, für die Sterbenden und ihre Angehörigen, um Trost und spürbare Nähe. Für alle, die jetzt in ihrem Beruf und Alltag vor besonderen Herausforderungen stehen, um ausreichend Kraft und Geduld. Für alle, die jetzt schwere Entscheidungen zu fällen haben, in Verantwortung vor der ganzen Gesellschaft, um ausreichend Weisheit und klaren Verstand. Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. O komm, du Geist der Wahrheit.